Conny from the Block ist da. Herzlich willkommen, liebe Conny. Na, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ach, guck mal, die Amtsfluencerin, frisch vom Amt, Conny from the Block, bist du da? Freitag ist ja bekanntlich nicht so lange auf dem Amt, ne? Nee, ich habe bis eins gemacht und dann ist der Stift gefallen. Hm? Wie sagt man, Freitag um eins macht jeder seins? Und um zehn soll es auch schon gehen. Du arbeitest auf einem Berliner Amt, wir sagen nicht welches, und bist berühmt geworden hier mit dieser Kunstfigur. Jetzt bist du vom Amt hier im RBB. Gibt es da Überschneidungen? Also ich bin hier reingekommen und dachte, ich bin auf einer Behörde, muss ich sagen. Wir haben so ein bisschen Amt-Vibes hier, warum? Am Eingang gleich ein Teppichboden, ein Pförtner, dachte ich, naja, sieht aus wie Behörde. Ja, so sieht's aus, wie Behörde. Schön, dass du da bist, wir lernen auch noch deine ganze Gang kennen. Und wir klären sie natürlich gleich auf, wie sieht die Frau eigentlich aus hinter Conny from the Block. Exklusiv erfahren Sie das hier bei uns. Heute bei Studio 3 Conny from the Block. Gerade geht die berühmteste deutsche Beamtin steil. Auf Instagram erfreut sie uns jeden Tag mit einem neuen Schwank über den Amtsschimmel in deutschen Behörden. Also jetzt drehen Sie durch. Jetzt drehen Sie durch. Aber wo kommt man hin, wenn wir jetzt nur alle Englisch sprechen? Versteht Amtdeutsch kaum. Die Kolleginnen aus dem Conniversum wie Kussi Doris, Küken die Lara und gegen alles Gisela trotzen Aktenbergen, Modernisierungsversuchen und nervenden Antragstellern. Da hat mir ein Boja einfach vor der Tür gekackt. Ach du Scheiße. Alle Figuren spielt Conny selbst. Gesicht und Stimme verändern Filter auf Instagram. Wir finden heraus, wer wirklich hinter den Beamtenwitzen steckt. Denn Conny will sich gar nicht über Beamte lustig machen. Sie hat Höheres vor und ein Buch über den Behördenkosmos geschrieben. Da bin ich nicht zuständig, Mausi. Nix Neues vom Amt. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Conny from the Block. Vielen Dank. Ja, das sehen Sie jetzt also. Hinter der Kunstfigur verbirgt sich diese Frau. Conny nennen wir dich, aber deinen richtigen Namen sagst du nicht, warum? Genau, ja, ein bisschen geheim halten noch das Ganze. Ein bisschen. Aber immerhin, du bist ja jetzt ohne Filter, ne? Und Maske, wie ist das für dich? Ich muss mich dran gewöhnen. Ich habe mich ja jetzt wirklich fast über drei Jahre hinterm Filter versteckt oder mehreren Filtern, fast 12 oder 13. Das ist jetzt natürlich neu, aber ich gewöhne mich so langsam dran. Ja. Also dein Gesicht, das wir heute sehen, das ist ja auch einer deiner ersten Fernsehauftritte. Wir sprechen dich weiterhin mit Conny an und erfahren natürlich von dir alle Geheimnisse oder von deiner Kunstfigur Conny from the Block, alle Geheimnisse übers Amt. Ne? Aber jetzt ist ja tatsächlich so ein paar Auftritte hattest du schon, oben ohne. Wirst du jetzt, ja, ne? Ach so. Und sieht auch sehr schön aus. Wurdest du schon auch so ein bisschen erkannt und angesprochen? Ja, tatsächlich. Also mein Hund verrät mich ganz oft, auch schon in der Zeit mit Filter. Aber auch so, ja, ich werde jetzt auch angesprochen tatsächlich und erkannt. Das ist ganz neu für mich, ist aber okay. Also noch geht's. Noch geht's. Conny from the Block, also ist ja eine Kunstfigur auf Instagram. Erklär uns trotzdem mal, wer ist Conny? Also Conny ist eine sehr, sehr stereotypische, klischeebehaftete Berliner Beamtin. Die ist Mitte 40, die Kunstfigur. Ja, natürlich. Ich natürlich nicht, natürlich nicht. die arbeitet in einer Berliner Behörde und ja. Es könnte irgendeine Berliner Behörde sein. Es könnte auch irgendeine deutsche Behörde sein, tatsächlich. Es muss gar nicht nur Berlin sein. Und sie spielt mit den Klischees, die eigentlich jeder kennt über Behörden. Genau. Wir haben es ja auch gerade schon gesehen, also du hattest den Anfang schon gemacht, das ist die Ur-Conny. Es gibt aber auch noch andere Kollegen und Kolleginnen von Conny. Das haben wir schon so ein bisschen gesehen, wie stellst du die dar? Ja, also ich habe inzwischen auf meinem Profil auf Instagram, glaube ich, wirklich 12 oder 13 Charaktere, die ich alle selber spiele. Alle mit Filtern, ne? Alle mit Filtern, genau. Und das ist so ein Querschnitt der deutschen Behörde bzw. des deutschen Büros, ist gar nicht nur Behörde tatsächlich, sondern Arbeitsalltag, Querschnitt. Wir haben ja auch schon gesehen, ein paar Überschneidungen gab es hier, Teppichpförtner. Ne? Ich hatte heute eine Erbsensuppe, so steche ich mir auch ein bisschen vor. Ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber ich habe hier doch ein bisschen Behörden-Vibes, ja. Und du hast, also es ist wirklich so, Conny from the Block ist ein Phänomen. Wahnsinnig erfolgreich auf allen sozialen Medien. Über 180.000 Follower allein auf Instagram wollen sehen, was Conny auf dem Amt so treibt. Und da haben wir natürlich auch einen Ausschnitt. Ronja, sprich nach. Das ist die einzige Erlösung. Ich hab mich auch lange gewehrt. Sag's einfach. Ich kann das nicht.
Ronja, hier fehlt's immer an Personal. Du musst das lernen. Du sagst das jetzt. Ich bin. Du schaffst das, Mausi, los. Sprich's aus. Ich bin nicht zuständig. Halleluja. Da ist sie nicht zuständig. Das ist erst schwer, ne? Das ist ihr schwer gefallen auszusprechen. Es ist also wirklich, das sind einige der Charaktere. Und ich kann schon mal irgendwie verraten, einige lernen wir noch kennen heute in der Sendung von der Conny Gang. Das ist ja ein richtig großer Erfolg. Wie erklärst du dir den? Ich glaube, ich habe einen Nerv getroffen. Aus Versehen. Den Amtsnerv. Den Amtsnerv, ja. Ich habe auch so eine Story heute Morgen auf dir bei deinem Insta-Post gesehen. Da schrieb jemand, Ärztinnen und Ärzte haben ihre 5000 Serien. Wir auf dem Amt haben jetzt dich. Danke. Das war richtig süß. Ja, ganz großes Kompliment tatsächlich. Also ich glaube, das größte Kompliment ist, dass Menschen aus Behörden das mit mir zusammen feiern und mit mir zusammen diesen Weg gehen. Dein Ziel als Amtsfluencerin ist Make Amt Great Again. Und aktuell bist du ja auch auf Lesetour mit deinem neuen Buch, mit dem ersten Buch, da bin ich nicht zuständig, Mausi. Genau. Und da hast du auch ein Heimspiel gehabt, Lesetour im Heimathafen Neukölln. Und da haben wir auch einen Ausschnitt. Seid ihr zuständig? Meine Jünger. Ja. Deine Jünger. Proppevoll, oder? War ausverkauft. Also ich hatte 2 Buchpremieren, weil die erste ausverkauft war direkt. Und dann habe ich die 2. im Stehen für 800 Leute dann. Ich finde es ja krass, weil das müssen wir auch verraten. Du warst ja mal eine richtige Beamtin auf Lebenszeit. Ja. Ne? Und letztes Jahr hast dann gekündigt und machst jetzt das. Stehst du da manchmal, musst dich manchmal kneifen, dann so gleich so ein Riesenerfolg? Ja, ich muss mich auch jetzt gerade noch kneifen, weil ich hier sitze und denke, was ist denn jetzt los? Ja, total. Wie machst denn du das ohne Filter? Weil wir kennen dich ja, wir haben es jetzt gerade kleine Kostprobe mit Filter. Jetzt sitzt du hier. Wie läuft's auf der Bühne? Es ist wirklich, also ich hatte gestern meinen 4. Auftritt in Rostock jetzt. Also ich bin ja auf Lesereise und reise durch Deutschland. Es ist Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich bin unfassbar aufgeregt vorher. Und sobald ich auf der Bühne bin und mit den Leuten spreche, ist es irgendwie... Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Du stehst auf der Bühne als Conny, also ohne Filter. Ja. Und deine anderen Figuren, wie tauchen die auf? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil die Lesereise läuft natürlich noch. Aber es ist multimedial. Man kriegt sie alle zu sehen und da ist so ein bisschen Interaktion zwischen dir und der Conny. Ja. Und ich glaube, es geht sehr lustig zu. Also sah zumindest so aus. Total. Und du hast viele Beamte auch, ne? Die dann in deinem Publikum sind. Ist unglaublich. So viele Menschen aus Behörden, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich dann in einem Raum treffen mit Bürgerinnen und Bürgern. Das gab es, glaube ich, noch nie. Es ist so toll. Es ist wie ein großes Klassentreffen. Wirklich. Auf dem Amt. Aber es dürfen auch andere kommen. Ja, und herzlich willkommen. Wir sagen jetzt Hallo zu Gisela, nämlich eine von Connys Kolleginnen. Gisela, schön, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Ja, am Abend. Immer gut. Freitagabend. Ja, ja. Also Gisela, du bist wahrscheinlich ein bisschen nostalgisch geworden jetzt hier auf der Ostpro. Da kriege ich Heimatgefühle. Warum? Was ist so deine Biografie auf dem Amt? Ich bin wahre DDR-Kind, bin nach der Wende aufs Amt gegangen und ich bin Ossi und ich stehe dazu und ich liebe das. Und du bist ja eine Kollegin von Conny und man nennt dich immer gegen alles Gisela. Warum denn das? Weil ich meine Rechte kenne und die von allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und weil ich mir nichts sagen lasse. Ich mache auch nichts, was nicht in meiner Stellenbeschreibung steht. Nein, mache ich nicht. Macht sie nicht. Dankeschön. Tolle Kostprobe, das war gegen alles Gisela. Dann wieder, sag ich mal, herzlich willkommen bei uns, Conny. Hallo. Das ist ja hier ein Kommen und Gehen. Das ist jetzt die Gisela gewesen, gegen alles Gisela aus dem Conny-Universum. Genau. Also hast ja schon gesagt, mittlerweile hast du 12 Charaktere. Das ist ja auch ein munteres Hin und Her dann bei dir wahrscheinlich zu Hause, ne? Wenn du das dann machst. Wie ist denn die Idee zu Conny überhaupt entstanden? Also es ging ja mit Conny los. Genau. Wirklich Corona. Corona, Langeweile. Ich saß zu Hause im ersten Lockdown 2020 und habe Instagram-Filter ausprobiert. Und habe nie mir Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwie jetzt Comedy mache oder sowas. Gar nicht. Ich habe ganz normal auf dem Abend gearbeitet. Und habe dann diesen Conny-Filter entdeckt und dachte, oh Gott, die sieht ja aus, wie so eine richtige Beamtin. Und ich habe natürlich auch ein Bild im Kopf, ne, so wie jeder. Und Klischees und Stereotypen und so weiter. Und dann habe ich eine Story auf meinem privaten Profil gepostet
Und mir ganz viele Freunde geschrieben, meinten, was ist denn da los bei dir? Und fand es lustig. Und es hat immer größer geworden, immer größer. Ja, und jetzt sitze ich hier. Sitze da mit 12 Leuten. Aber sag mal, das heißt, du hast auch im Amt gearbeitet. Was hast du da genau gemacht? Ich war Recruiterin für Nachwuchskräfte. Also ich habe die Zukunft der Berliner Behörden quasi mitgestaltet. Also du hast jetzt nicht gestempelt oder was man da... Ne? Also nee, tatsächlich ein bisschen relativ untypisch. Aber auch wichtig für das, was ich jetzt mache, tatsächlich. Ja. Und dann ist es aber so, dass du tatsächlich irgendwann als Beamtin auf Lebenszeit gearbeitet hast? Genau. Also ich habe relativ spät nach einer Karriere in der Privatwirtschaft nochmal studiert und habe mich dann verbeamten lassen mit der ersten Position und war dann auch relativ schnell auf Lebenszeit verbeamtet. Bis Anfang des Jahres. Und da habe ich mich freiwillig entlassen lassen. Ja. Du hast dann Conny weitergemacht. Genau. Aber wenn du vorher in der freien Wirtschaft warst, warst du ja viel im Hotelgewerbe und dann halt so der Wechsel zum Amt. Wie war das für dich? Privatwirtschaft, Amt? Kleiner Schock. Oh. Kleiner Schock. Ja. Ja, klar. Also ich komme aus einer Dienstleistungsbranche. Ne? Also Hotellerie ist schon ein bisschen anders. Und am Anfang dachte ich, oh, huch, was ist denn hier los? Wie sieht's hier aus? Ne, ganz so typisch Amt, ne? Irgendwie wunderhübsche Möbel, Faxgeräte. Alles neu. Alles neu, genau. Die Leute auch ein bisschen anders, Mindset anders. Aber ich habe es ganz schnell lieben gelernt, muss ich echt sagen. Es ist ein bisschen schrullig, aber es ist toll auf dem Amt. Mhm. Es gibt ja ganz viele Klischees auf dem Amt, da wollen wir gleich drüber sprechen. Jeder hat ja auch so ein bisschen seine Erfahrung mit dem Amt. Sie auch und Sie haben uns davon erzählt. Die sind normal schlecht gelaunt, würde ich sagen, so auf dem Bürgeramt. Ne? Die haben immer nervige Fragen zu beantworten. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass man Nummern ziehen musste und ziemlich lange zu warten hatte. Dass sie manchmal also nicht wissen, was sie tun, will ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall, dass sie sagen, ja, kann ich Ihnen gerade nicht beantworten, ohne nachzufragen bei anderen Kollegen. Also das finde ich... Sehr langsam. Ehrlich? Ja, ja. Es war. Die Ob Zeit, es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber... Die kann man ja von morgens bis abends verfolgen, die Beamten. Oder die verfolgen uns ja, das ist ja kein Problem. Ich meine, wenn sie auf der Post sind, ist heute noch wie bei den Beamten. Stempel und drücken und ja, 10 Cent Briefmarken kriegen sie da und 1 Euro Briefmarken kriegen sie am anderen Schalter. Und so hat sich nicht allzu viel geändert. Doch heute alles online, nur noch per Computer. Gespräche persönlich gibt es bald gar nichts mehr. Alles hat gesagt, es geht langsam, aber bei mir hat es gut geklappt. Oh, immerhin. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die letzte war. Die letzte hat was. Also ich habe eigentlich auch eine gute Erfahrung auf dem Amt gehabt, muss ich eigentlich mal nebenbei sagen. Ja, Conny from the Block ist bei uns, erzählt aus ihrem Amtsleben. Und die Frau hinter der Kunstfigur war auch Beamtin, ne? Was sagst du als Ex-Beamtin? Wie viel Klischee ist da drin? Ja, das ist das Bild. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man es von heute auf morgen verändern kann. Ne, es ist das System, was mit den Menschen in Verbindung gebracht wird, die auf einer Behörde arbeiten. Und dann irgendwann heißt es halt, die Beamten. Ja, was mir auch aufgefallen ist, jetzt auch gerade in diesen Umfragen, hatte ich das Gefühl, es ging sehr viel ums Bezirksamt. Ne? Aber das Amt ist ja eigentlich noch so viel mehr, oder? Ja, das ist das Spezielle wirklich tatsächlich, dass wenn man über Amt spricht, denken eigentlich 90% ans Bürgeramt, vielleicht noch ans Finanzamt, wenn man mit denen auch mal irgendwie zu tun hat, oder ans Ordnungsamt. So, aber dass es so unfassbar viele Behörden, unfassbar viele Bereiche gibt auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, ist, glaube ich, den wenigsten bekannt. Mhm. Du hast ja auch einen Podcast, ne? Amtlich. Mhm. Und was machst du da? Also ich glaube, da geht es ja auch darum, so ein bisschen... Da mache ich dieses Bild aufzubrechen, ne? Genau, also das Bild aufzubrechen, aber auch einfach zu informieren. Also was sind Menschen auf Behörden? Also erstmal sind auch alles nicht Beamte, sondern über die Hälfte sind Angestellte. Und es gibt so spannende, interessante Berufe, wichtige Berufe. Also im Jugendamt zum Beispiel, Sozialarbeiter, die irgendwie im Kinderschutz arbeiten. Auch das ist Amt. Ich habe heute tatsächlich eine Folge rausgebracht, das ist eine Bademeisterin. Das ist auch öffentlicher Dienst im weitesten Sinne. Ne? Ich spreche jemanden vom Zoll. Und das, was ich machen will, ist eigentlich zu zeigen, wie facettenreich die öffentliche Verwaltung ist und wie normal diese Menschen eigentlich sind, ne? die man alle irgendwie nicht mag. Aber auch schon mit einem großen Augenzwinkern, oder? Ja. Tut nackt voll, natürlich. Aber das heißt, vom Amt sind die ja eigentlich auch nicht böse. Ne? Also im Gegenteil, was hat deine Comedy so fürs Amt bewirkt? Hast du da mal so Rückmeldungen, Resonanzen bekommen? Es ist wirklich irre.
Also ich bekomme fast täglich Nachrichten von Menschen, die sagen, ich habe mich jetzt wegen dir beworben. Das ist unglaublich. Habe ich nie gedacht. Also ich mache eigentlich das, was ich vorher im Job gemacht habe als Beamtin. Recruiting auf Instagram mit ganz viel Satire. Also es ist ja Satire, es ist super überspitzt. Also ich nehme mir alle Klischees, die es gibt und packe sie auf den Tisch. So, und dazwischen informiere ich aber ganz, ganz viel über die Möglichkeiten und hole die Leute, die hinter diesen Amtsmauern versteckt sind, auf die Bühne. Und das funktioniert. Die Menschen bewerben sich deswegen, ja. Also ist tatsächlich so, dass nachweislich wirklich mehr Bewerbungen gibt? Ja. Also ich bekomme Nachrichten jeden Tag. Mhm. Kussi Doris ist jetzt bei uns. Du bist eine Kollegin von Conny. Hallo. Hallo Mausi, grüß dich. Danke dir. Sag mal, Kussi Doris, ne? Du bist doch schon so lange auf dem Amt. Wie lange bist du auf dem Amt? Mausi, hör auf. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber 3 Jahre bis zur Pension und dann bin ich befreit. Kannst du mir mal erklären, warum man so unverständlich bei euch redet? Das weiß ich doch. Ich verstehe doch die Hälfte selber nicht, Mausi. Was soll ich denn dazu sagen jetzt? Ist nicht schlimm. Alles nicht schlimm, ne? Ja, die Kussi Doris. Also, war schön, dass du da warst. Wahrscheinlich, du bist ja öfter mal mit Zigarette eigentlich sonst zu sehen, ne? Ich bin eigentlich nur eine wandelnde Kippe, bin ich. Ja, ja, wird wahrscheinlich... Wegen Fernsehen mache ich jetzt nicht, weißt du? Das ist vernünftiger, aber ich glaube, du hast jetzt schon gesagt, du willst mal wieder eine, ne? Ich gehe eine piefen jetzt. Ist mal wieder soweit. Dann schön, dass du da warst, danke. Kussi Doris. Tschüss, Mausi. Oh, siehst du, den ist übrigens mein Lieblingscharakter. Vielen, ja. Ist es so? Ja, das Doris ist einfach göttlich halt mit der Kippe und dein Kussi, Mausi, ja, Doris. Doris findet nichts schlimm. Doris hat ganz viel Lebenserfahrung, ganz naiv, stellt total viele Fragen, die echt daneben sind eigentlich. Aber man nimmt ihr das nicht übel, ne? Mhm. So die Älteste. Wir bleiben noch einen Moment bei diesen Behördendeutsch, was so unverständlich ist. Du bist ja Ex-Beamtin. Ja. Jetzt wollen wir mal wissen, wie viel ist da bei dir hängen geblieben? Oh Gott. Ja? Oh Gott, sagt sie. Wir haben ein Quiz, eine Schnellfragerunde. Sie zu Hause können mitraten, was diese Begriffe bedeuten. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie alle wüssten. Es geht los. Was ist eine nicht lebende Einfriedung? Ein Zaun, glaube ich. Ja. Sorry. War das jetzt so? War das jetzt so für Anfänger oder was? Nee, ich habe in meinem Buch ein Glossar über Behördendeutsch. Ich glaube, das steht da drin. Mal gucken, ob das da drin steht. Was versteht man unter raumübergreifendes Großgrün? Unkraut. Nein. Ach nee. Ein Baum. Ja. Ein Baum. Kein Unkraut. Unkraut ist Spontanvegetation. Noch schlimmer. Warum raumübergreifendes Großgrün? Keiner weiß das. Also wirklich. Keiner weiß das. Frag mich so oft, warum? 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 Wer hat sich das ausgedacht? Weiß ich nicht. Also. Wir haben noch eine Frage. Was ist ein Lautraum? Eine Disco. Ja, eine Diskothek. Ich weiß es. Ja, es ist also wirklich. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, haben wir uns gedacht. Und haben, das finde ich aber auch so negativ. Diskothek ist doch was Schönes, ein Lautraum. Lass mal morgen in Lautraum gehen. Ja, das ist auch schon so negativ. So, was ist das Letzte? Liebes Publikum, Gelegenheitsverkehr, es ist nichts Anzügliches. Gelegenheitsverkehr? Ja. One-Night-Stand? Nein, ich habe doch gesagt, nichts Anzügliches. Ach so, und das weiß ich nicht. Es sind Taxis und Mietwagen. Wow, oh, Gelegenheitsverkehr. Oh. Ja, ja. Kein Wunder, dass Sie uns alle falsch verstehen. Ja. Das wundert mich nicht. Dass man euch überhaupt versteht. Ja. Auch da sorgst du natürlich irgendwie für Aufklärung und man kann sehr gut einsteigen mit Conny from the Block. Also da versteht man alles bei dir. Aber ich finde es unglaublich. Ich habe noch weitere Favoriten. Einachsiger, Dreiseiten-Kipper. Ist eine Schubkarre. Und Restmüllbeseitigungsbehälter, Entleerung, Abholung durch die Müllabfuhr. Also, es ist Wahnsinn. Conny from the Block ist da. Eigentlich ja Conny, also Conny from the Block, die Kunstfigur. Und das ist die Frau hinter Conny from the Block. Deinen Namen verrätst du uns aber nicht, deswegen bleiben wir bei Conny. Aber endlich dürfen wir dich mal ohne Filter erleben. Viva oder MTV-Fan? Was warst du für ein Typ? Ich glaube, ich war MTV. Wobei, das war eigentlich genau meine Zeit, Viva und MTV. Ja. Hin und her geswitcht, glaube ich. Ja, immer. Heike Makatsch und so, oder? Ja, Take That oder NSYNC? NSYNC. Wie aus der Pistole geschossen. Wo warst denn du da unterwegs, so in den 90ern? Man sieht und hört es ja, du bist Berlinerin. Ja. Wo warst du 90er? Da warst du dann? In den 90ern war ich so, Ende der 90er war ich an. Also ich bin 35, kann ich alles sagen. Ah, das kannst du sagen. Ich weiß, ich sehe aus natürlich wie 45, wie die Kunstfigur. Nee, ich war in Neukölln unterwegs, bin ich immer noch.
Also mein ganzes Leben lang in Berlin-Neukölln. Deine Hut und dein Kiez. Also ja. viel, wir dürfen ein bisschen erfahren, aber nicht allzu viel. Aber Conny hat uns oder unsere Kollegen mitgenommen auf Roomtour. Herzlich willkommen in Neukölln. Juhu! Oh, da sitzt auch irgendwie alles an seinem Platz. Ne? Bist du so ein bisschen so eine Ordnungsfanatikerin? Das ist alles fürs Fernsehen. Nein, das stimmt nicht, oder? Ich bin ein krasser Chaot in Wirklichkeit. Ich habe mir hier wirklich Mühe gegeben. Die sieht nicht so aus, als würde die benutzt werden. So. Aber kochst du auch ab und zu? Ich muss gestehen, ich koche ganz viel mit so Kochboxen. Und hier entsteht das, was dich so berühmt gemacht hat, oder? Genau. Hallo ihr Lieben, ich habe heute Besuch vom Fernsehen. Also Neukölln hat ja deutschlandweit einen nicht so guten Ruf. Ich hatte aber eine ganz tolle Kindheit. Ich liebe Neukölln. Das ist wirklich jetzt ohne Quatsch der einzige Ort auf der Welt, wo ich sagen würde, das ist meine Heimat. Ja, yeah. Conny from the Block. Haben wir schon beide festgestellt, ne? Wir sind beide überzeugte Neuköllner. Ich zugezogen, aber du bist da groß geworden. Ja. Warum ist das deine Heimat? Ich muss mich nicht erklären in Neukölln. Muss niemandem sagen, wo ich wirklich herkomme. Bin da geboren und aufgewachsen. Wo kommst du denn wirklich her? Ich wollte die Frage schon immer mal stellen. Mausi, wo kommst du wirklich her? Ja, wo kommst du denn wirklich her? Also meine Eltern kommen tatsächlich aus der Türkei. Überraschung, ganz exotisch. Aus Mamas Bauch musst du doch sagen. Aus Mamas Bauch, ja. Das sagen wir doch eigentlich das nicht, sagen, wo wir wirklich herkommen. Das sagen wir nicht, ja. Aber deine Eltern kommen aus der Türkei? Genau, die sind aus der Türkei, sind 50 Jahre schon in Deutschland. Und ich bin in Berlin-Neukölln geboren und aufgewachsen. Das ist meine Heimat. Das ist einfach so, tatsächlich in Südneukölln, aber also Rudow ist nochmal ein bisschen anders. Hm. Ja, also das, was ja auch öfter mal auch in den Nachrichten ist, wo es jetzt nicht irgendwie immer so rosig berichtet wird und zugeht. Wie wichtig ist dir das dann, dass du eben trotzdem sagst, so, ey, das ist meine Heimat und ich stehe dazu? Natürlich wird oft und viel in den Medien das Negative gezeigt, aber Neukölln hat so schöne Ecken, ist ein riesengroßer Bezirk. Was schätzt du daran? Dass wir alle zusammenleben können, ohne dass wir uns an die Gurgel springen, alle paar Meter. Finde ich super. Es gibt alles in Neukölln, alles. Stört dich das denn, dieses Image auch, wie Neukölln da manchmal betrachtet wird? Ja, schon. Also von außen betrachtet, also wenn man irgendwie woanders, in einem anderen Bundesland lebt und nur die Medien verfolgt, dann denkt man schon, oh, Neukölln. Ne? Aber Neukölln ist super grün. Weiß zum Beispiel keiner, glaube ich, so richtig. Ne? Also Richtung Süden auch, Richtung Buko, Rudow wird es immer grüner. Und es ist ein toller Bezirk, ganz bunt. Es gibt so viele Essensmöglichkeiten. Man kann, also es ist ja auch hip inzwischen. Es ist ja super gentrifiziert auch. Ne? Also alle wollen nach Neukölln. Vorher wollten alle nach Kreuzberg, jetzt wollen alle nach Neukölln. Und du warst schon da. Und ich bin einfach schon die ganze Zeit da. Ich gehe auch nicht weg. Ja, 130 Nationen leben da ja zusammen. Ja. Ne? Ja. Was macht Conny sonst noch privat? Was dürfen wir erfahren? Oder bist du eigentlich recht busy jetzt durch die ganze Conny from the Block Geschichte? Jetzt gerade habe ich kaum Zeit für nichts. Also wirklich, also ich bin renn von Lesung, zu irgendwelchen Auftritten, Presseterminen. Muss mich immer wieder kneifen und sagen, okay, was ist hier los? aber ansonsten die klassischen Sachen mit Freunden und was unternehmen oder so essen gehen. Und mein Hund, das ist mein. Den haben wir ja vorhin auch gesehen. Melissa Chanice, erstmal herzlich willkommen. Wir stellen dich mal kurz vor, du bist die Praktikantin, ne, von Connys Kollegen im Conniversum. Ne? Genau, ich mach Praktikum. Ja, schön, dass du da bist. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, du musstest dich wahrscheinlich noch schminken. Ne? Kann das sein? Was meinst du damit? Ich trage kaum Schminke. Ach, hässliche Frage gerade. Naja, egal. Ja, sorry, habe ich ein bisschen auf dein Äußeres reduziert. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Bist du ja Praktikantin? Wie haben dich Conny und die anderen empfangen? Sag noch mal kurz. Gar nicht. Ich bin auf Behörde gekommen. Keiner wusste, dass ich komme einfach. Die haben mir einen Ordner gegeben, meinten, ich soll lesen. Ich dachte mir, oh mein Gott, wo bin ich hier? Ach, Mensch, ey. Aber trotzdem ist sie noch da. Das war Melissa Chanice. Dankeschön. Mama. Super, ich muss mal applaudieren. Kannst du, also letzte Figur oder für den heutigen Abend aus dem Conniversum. Ich bin einfach total fasziniert. Es ist, und ich sag mal, weitere Figuren, die sind auch in deinem Buch. Ne? Was ist eigentlich in deinem Buch? Genau. Was passiert da? Mein Buch hat ganz viele kleine Auszüge aus einem Behördenalltag in Berlin.
von diesen ganzen Kolleginnen und man erfährt aber auch ganz viel Hintergrundwissen. Also warum eine Gisela ist wie eine Gisela, warum eine Doris ist wie eine Doris und warum eine Ronja, die alles verändern will, wichtig ist für Behörden. Also es ist nicht nur Comedy, es ist natürlich sehr, sehr lustig auch und sehr, sehr viel Klischees und viel Satire, aber immer mit einer kleinen Message. Conny from the Block. Jetzt hast du diese Kunstfigur, wahnsinnig erfolgreich, bist aber ehemalige Beamtin gewesen auf Lebenszeit. Und? Willst du mal zurück? Das habe ich mir echt offen gelassen, tatsächlich. Also ich bin, was heißt das? Dass ich eventuell auch wieder zurückgehe. Also hast du noch die Bewerbung so als Datei fertig oder was? Genau. Also wir haben ja einen Personalmangel, ganz, ganz großen. Und ich glaube nicht, dass es schwierig wird, wieder in der Behörde einzusteigen, wenn man das möchte. Das geht auch jederzeit wieder. Ob ich mich ja noch mal verbeamten lasse, weiß ich nicht. Aber jetzt gucke ich erst mal. Jetzt bist du erst mal Conny from the Block. Wenn du zurückkehrst, ist wäre wahrscheinlich halt die lustigste Behörde. Conny from the Block können Sie natürlich erleben, auch bei uns in Potsdam, ne? 30.11. Ja. Im Waschhaus gibt es noch Karten. Und das ist gar nicht so leicht, weil so viel schon ausverkauft ist, muss man sagen. Ja, wir haben extra hochgestockt. Ich verrate Ihnen jetzt, es ist schon vorbei.